Soll sagen, ja, ist halt Bullshit so. Okay. Okay, Arsen ist ja eh Rolle. Rolle ist ein bisschen mau, aber. Was machen wir jetzt? So. Kurz Knechti einölen. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich sie einfach vorher sterbe, also deswegen, whatever. Aber wie gesagt, ich bin heute halt auch einfach massiv easy, also sehr, sehr leicht zu triggern. Ja, ich bin heute agro-blesk, was soll ich sagen. Trap reingelaufen. Knechtchen scheint auch, könnte auch gefaked haben. Ich glaube, Items war da gerade noch, ja. Wir fahren noch eben holen. Der erste juckelt darum. Immerhin schon ein paar Leute gekriegt. Stugi ein bisschen hinterher. Ja, der Trapper wird eh callen, dass ich Arsonist bin. Je nachdem. Ja. Ich glaube, solange Imposter drin ist, ansonsten wird es wahrscheinlich eher nichts sagen. Snitch is alive 4 of 10. Es könnte Faru sein. Der hat sehr zügig seine Tasks gemacht. Haben wir hier noch irgendwo jemanden? Ist ein bisschen dunkel, ne? Unangenehm. Wo ist ein Items hin? Ja, irgendwer cleant auch. Es muss ein Cleaner sein, offensichtlich. Kommen es zwei Leute. Cleaner Duo. Hallo. Hallo. Na, ehrlich. Hallo. Oh. Faru, hast du Angst, dass der Vulture hier gewinnt? Nee. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Ne? Nee, ich denke halt einfach, ich schaue auf die Lifeline, da sind halt drei Leute tot. Und ich denke, bevor wir jetzt hier noch fünf Leute cleanen lassen oder fressen lassen, schauen wir nochmal, ob irgendwer was gesehen hat vielleicht. Ja? Und ja. Ja. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass so viele tot sind. Ich habe einfach nur meine Task durchgeballert. Einfach nur die Task durchgeballert. Mhm. Habt ihr denn irgendwen zusammen gesehen? Ja. Knecht, du warst gerade im Office, ne? Mhm. Stucki und ich standen in der Trap vor Weapons. Wem bin ich eben runter ins Specimen gelaufen? In vom der Trap stand ich auch. Katze, oder? War das ja. Katze? Ja, ne? Ja. Okay, ja. Aber ist ja auch mittlerweile ein paar Sekunden her. Ja. Ja. Ich hab gerade das Light gemacht. Ja. Ist mir das da war auch kein anderer, irgendwie. Ich bin gerade angekommen und Terste war ziemlich knapp hinter mir. Ich glaube, der wollte mich abstechen. Ja. Ja. Hä? Statistisch gesehen müsste genau, jetzt eigentlich Katze-Vulture werden. Statistisch gesehen. Statistisch hat mir schon gereicht. Das war schon von vornherein klar, dass er die Runde gönne ich ihm, mache ich. Statistisch hat mir schon. Das Wort gefallen. Statistisch war noch nicht vorbei und mein Haken war schon gesetzt bei dem komischen Ding. Also. Statistisch gesehen sind bei 8 Leuten wahrscheinlich noch eine Person böse und da du eine der 8 Leute bist, ist statistisch gesehen ein Achtel die Möglichkeit, dass du böse bist. Das reicht mir als Chance. Das ist richtig. Das sind 12,5% und das sind 12,5 überzeugende Prozent. Oh. Eben. Du warst jetzt aber auch schon so lange keine Vulture mehr, dass du statistisch gesehen halt jetzt schon sehr wahrscheinlich Vulture bist. Soll das heißen, dass ich dick bin oder warum denkst du, dass ich so viel esse?
Naja, Leichen halt hauptsächlich, ne? Ja, gut, dann... Die sind Kalorien. Die haben ja keine Kalorien. Seitdem die Prime-Sub-Auszahlung verändert haben in der Hinsicht, ist halt auch wirklich das normale Fleisch nicht mehr drin, ne? Es ist ein bisschen billiger, das andere. Braucht gar nicht mehr fragen, ob ihr einen Good Guess habt. Das hat sich nämlich jetzt erledigt. Sehr gut. Ich kein Problem mit, ja, drei Leute. Ja, Geisty, Thirsty. Ich glaube, Thirsty könnte böse sein. So, Thirsty haben wir. Dann muss ich zügig Geisty finden. Oder Maimel. Hier, Maimel, sehr gut. Das Gute ist, mit Clean Ruhe, ich habe halt mehr Zeit, ne? So, Geisty noch. Wo immer Geisty ist. Das wird jetzt eine kleine Schnitzeljagd mit Geisty. Labor. Geist ist wahrscheinlich auch Snitch. Er hat sie! Ist ja, nein, er ist Asunis! Er ist Asunist! Ja! Brennet! Hä, wann hast du mich denn... Wann hast Wasserrad? Du mich denn... Wasserrad. Ah. Oh, die Runde war so clean. Wir haben 5 Leute weggewischt oder so. Ja, ja, es hat mir auch echt viel Zeit gegeben. Es war gut. Krass, der Unterschied auch ist zu Streamern. Es gibt Streamer, die sind halt bekannt und... Dadurch, dass sie bekannt sind, sind die so ein Selbstläufer geworden, habe ich das Gefühl. Weil die sitzen dann da und sagen einfach 10 Minuten lang gar nichts. Und dann gibt es halt Streamer, die reden wirklich 24-7. Und denke mir auch so, das ist so schwer. Ihr wisst gar nicht... wie schwer das ist, wirklich den ganzen Stream irgendwas aus seiner scheiß Nase rauszuziehen. Vor allem, wenn man so Solo-Streamer ist auch. Okay. Das hat nichts gebracht. Datcher. Ja, keine Ahnung. Der ist an Klör umgefallen. Klör war AFK. Ich war nicht. Ich habe mich nur nicht bewegt. Achso. Ich habe mich nur nicht bewegt, aber ich war voll Herr meiner Sinne. Das sehe ich ja nicht, ja. Ich habe mich halt auch nicht bewegt, weil ich kurz vor ihm geschrieben habe. Ist Faro bei euch auch leiser? Bin ich leiser? Ja, ich habe ihn gerade schon lauter gestellt. Mhm. Soll ich wieder ein bisschen schreien? Oh mein Gott, nein, mach dich wieder. Ja, Faro. Ei, bitte nicht. Leberkäse. 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 Wo ist denn die Leiche? Im Dropshop direkt. Joshi nehme ich raus für den. Ja, Stucki würde ich auch rausnehmen. Okay, ich würde auch Diana rausnehmen. Aber der ist definitiv umgefallen. Also das ist entweder Vampire, Warlock oder ja, das Sheriff. Ist ein Vampire, kein Warlock. Also Items war es auch nicht, der ist noch AFK. Items come back. Ich skippe, ich weiß es nicht. Habe ich auch keinen Plan. Aber Claire hat ihn nicht umgebracht, oder? Ich weiß nicht. Nee. Okay, gut. Claire ist nicht draufgesprungen. Was, wir wurden Vivi sehen, ne? Sehr gut. Halt! Ja, kann ja, war vor 4 Sekunden übrigens, ich hätte einen blauen Flash. Ich call das jetzt, aber mir ist die Info wichtiger als mein Leben. Sehr heroisch. Ja. Die Frage ist, du, alles für euch. Alles. Das ich bin mir nicht sicher, ob ich Stuggi voten soll oder Stuggi voten soll. Ja, vote doch einfach mal Stuggi. Ah, ich swap euch mal. Diana ist verdächtig nah am Dasher vorbeigelaufen. Danke, finde ich cool. Das einfach umgekippt. Flosser, danke für das Geschenk an Parzival. Er hat ja ein Vampir bist gebissen. Stimmt, ich bin nur froh. Warum hat sie dich denn nicht gebissen, während du noch AFK warst? Wahrscheinlich in die Masse einfach einen reingebissen und das war halt leider der Schaf. Hm. Oh, war jetzt Herr Anna. Also ich habe damit nichts zu tun, ich stand oben an der Task. Hm. Aha. Aha. Stubi. Der Gerechtigkeit wurde noch keine nicht genüge getan. So ist es. So.
So. Ja, ich bin so selten Hacker tatsächlich, dass ich gar nicht weiß, wie ich den so richtig benutze. Weil wir Hacker, glaube ich, nur so voll geringe Chance haben in der Lobby. Eine sehr geringe Chance in dieser Lobby auf den Hacker. Ich bin auch wieder ein Hacker. Next Four, wann gibst du eigentlich auf? Ist schon zu spät jetzt, ne? Du hast schon zu krass committed. Das dachte ich mir auch, jetzt habe ich so viele Stunden schon reingesteckt, jetzt lohnt es sich nicht nur aufzugeben. Aber dann dachte ich mir, never mind. Oh, Double Chameleon. Noch ist niemand tot. Oh! Drei helle Leute im Labor oben. Das hast du nicht gemacht. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Oh, wer hat was getan, Blesk? Boah, ich finde, das ist so kackendreist, dass ich fast schon überlege, einfach nichts zu sagen. Nee, Knecht, ich was hast du angestellt? Der Kill jetzt, meinst du? Ist reich. Oh mein Gott. Was hast du angestellt? Also der ist schon älter, der Flash war schon ja, ein bisschen vorher. Also, ja, aber also tut mir leid, ich muss das sagen, weil das einfach zu funny ist. Ich stehe in Chameleon in Specimen. Knechti kommt rein, merkt wahrscheinlich, oder ist jemand Chameleon in Specimen, cursed mich als Warlock, stellt sich 3 Meter weiter als Chameleon hin, wird unsichtbar. Da kommt Stugi reingelaufen und fällt einfach um in so einem leeren Raum. Ich glaube, Knechti hat mich einfach gecursed. Ich glaube, ehrlich gesagt, Vivi hat ihn gebissen und ist Vampir. Ich wurde Vivi. Halt, warte mal. Ach so, ja, stimmt. Also ich bin mit dir runtergelaufen zusammen. Hey, warte stimmt, mal, ich bin in den Camps gerade die ganze Zeit gewesen. Also, ja, ich stehe doch daneben also dir. Ich respektiere es, wenn du Warlock bist, Knechti. Warum hast du dann so lange nicht reportet? Da wurde, ich hab, report doch bei dem Warlock-Kill nicht sofort. Und weil ich Riesenkoch. Nee, also da waren 3 Leute in Lab. Vielleicht, weiß ich ja nicht. Hab ja keine Rolle, mit der ich das weiß. Ups. Aber Julie, Shoshi und ich waren in Lab. Ja. Das hätte ich auch getippt. Das sind die ich gesehen habe. Ja. Warte, Julie, Shoshi und also, du waren nur in aus meiner also Sicht. Ich stehe oben noch in der Decon. Ich weiß nicht, ob ja, ich bin auch in Decon rein, runtergelaufen und da war, lag Stuggi an der 1 bis 10 Task und Flask ist so. Ja. Am unteren also, Rand meines Sichtfelds so rumgetänzelt. Wenn Knecht, du kannst stimmt, jetzt einfach, Knecht, du kannst jetzt einfach sagen, ich bin gar nicht in Specimen, das lügt. Nee, also die Geschichte ist super lustig, aber klingt total konstruiert. Ich habe hier geskippt. Ich schon. Okay, ja. Ich habe auch mal geskippt. Klasse. Hä? Ich weiß es nicht. Ich kann Flask nicht mehr vertrauen. Ich weiß es nicht. Warum denn? Vivi, ich habe dich noch nie reingelegt. Vivi, ich zeig dir in der nächsten Runde, dass Flask recht hatte. Also es kann natürlich sein, dass er reinläuft und Sheriff ist und denkt, oh, da ist jemand unsichtbar, schießt drauf. Aber ich schätze Stugi nicht so ein, weil das kann ja auch einfach ein Chamäleon sein, dass da eine Task steht. Warum soll der drauf schießen? Nee, das holt mich nicht so ab, muss ich sagen. Das holt mich nicht so ab. Ja, ich habe auch leider kein Vitals mehr übrig. Ja, ich mache einfach meine Tasks, komm. Guck mal hier kurz nach. 3 dunkel, 1 hell in O2. Ah, ist hochgewendet, glaube ich. Und wendet wieder runter. Ich glaube, da wendet jemand. Ich glaube, die dunkle... Okay, ja. Ja. Die haben eine Waffe. Also ich war gerade an der Lifeline und beide sind gerade gestorben in den letzten 10 Sekunden. Darf ich mal eine Frage einwerfen oder hast du noch was? Ja, also ich bin an der Links gelaufen von Office. Und also weil ich gesehen habe, Voldemort ist gestorben, weil ich habe den in O2 gesehen und dann liegt der jetzt auch unter Comms. Ja, also wenn zwischen Comms und Weapons. Das ist Flask, wollte ich nochmal so anmerken. Ja, warum haben wir Knechti eben nicht gewotet? Warum? Knechti war bei mir, ist fein.
Nehm ich raus. Ja, die hat dich gecursed gerade eben, Vivi. Restwerf, wolltest du sagen? Also Vivi, das sind jetzt noch raus. Ja, ich wollte fragen, wer die Leute in Ding waren, in O2. Das war ich, Wolde und Claire. Und ich bin rausgelaufen. Unten raus. Mhm. Dann ging Licht aus. Ich bin hoch, um es wieder anzumachen. Ich bin jetzt gerade reingekommen. Und ich habe die beiden da. Ja, Julie, wo warst denn du? In Weapons. Ja. Warst du da alleine? Items, du? Ich war gerade eben in O2, hab da Claire umgebracht, während Sayana Wolde umgebracht hat und bin danach wieder hochgewendet und hab die Cam gedeckt. Ich glaube, das stimmt sogar, weil ich bin Hacker, ich war am Admin-Table und ich habe gesehen, dass jemand mit einer dunklen Farbe zwischen Admin ich und Electric Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Terste oder Claire der NG waren. Ich wollte es nur gesagt haben für Leute, die gessen können. Ja. Also, ne? Also alle anderen habe ich in dem Moment auf... Terste war es also nicht. Katze jetzt worden. Was? Mich? Das kurz ist... auf... Stark. Julie, wo warst du in O2, hast du gesagt, Julie? Nee. Bin in Weapons. Hat dich da jemand gesehen? Julie hat gelogen, ich wollte sie. Ja, die Meteoriten haben mich gesehen. Sonst niemand? Niemand. Ignorieren wir, dass Tayana noch ein Mörder ist? Ich bin kein Mörder. Ja. Okay, dann wurde ich mich mit. Hätte ich mich mal nicht mitgewortet, wild. Der spricht doch von allein und dass er Leute umgebracht hat, also weiß ich nicht. Wenn du jetzt Chester bist, ey. Natürlich ist er nicht Chester. Ja, ich glaube schon, dass er das war. Und Knechti hat sich offensichtlich vergesst. Als Warlock. Ich glaube, er hat das gemacht, weil er wusste, okay, Items hat sich gerade selber rausgehauen. Und ich gehe stark davon aus, dass Sayana einfach Jackal ist dann, wenn Items das so rausposaunt hat. Und gesehen hat, oh, Sayana tötet da und hüpft raus und tötet auch. Das ist meine Annahme. Gehen wir damit. Gehen wir damit? Ich denke schon. Ein Blessgrave in den Chat. Komm, beim ersten Among Us Radio. Ja, ich habe noch Tasks, aber ich will auch, glaube ich, ganz kurz mal nachgucken, wer wen umgebracht hat. Natürlich bin ich handcuffed. Das war Julie, ne? Sayana vor 30 Sekunden, okay. Und jetzt ist in Security, hell-dunkel, Office-Weapons und zwei helle Specimen. Hell-dunkel, Office-Weapons. Hallo, hallo, hallo. Hello there. Hi. Ja, oh, wie also jetzt schon? Okay. Ich habe Sayana Entschuldigung, gefunden. Entschuldigung, dass ich mich hier gerade eine gute Unterhaltung habe. Pyrotechnik. Sayana ist in Spaceman. Ich habe die da vorher auch gesehen. Bin dann zur Lifeline gelaufen. Da habe ich gesehen, dass die dann tot ist. Da habe ich Faro auch gekreuzt. Also Faro kam von rechts. Von Office. Ja. Also ich habe Faro gesehen. Also der hat Sayana auch nicht getötet. Außer er ist die Jojo. Ja. Vivi, haben wo wir... warst du vor 5 Sekunden? Wartet mal, haben wir irgendwelche Imposterrollen? Kurze Frage vorab. Nee. Weil ich bin tatsächlich an die Camps gegangen und scheinbar liegt Julie entweder hinter mir jetzt gerade tot oder sie hat auf mich geschossen. Aber wir können doch keine 2 Killer mehr haben. Ich bin mir relativ sicher, dass Knechti auf jeden Fall der Warlock also war. Also Knechti war safe böse. Ich habe ja nur Spaß gemacht, so, weil Knechti ja gesagt hat, er will mir zeigen, was für eine Rolle hat. Ich meine, es war ja offensichtlich. Shoshi, du warst aber du ne? Ja, genau. Ich war in Weapons, ich war davor in O2. Dann ging das Licht aus, da war ich bei den Wasserrädern und dann. Genau. Wissen wir, wen hast du noch gesehen gerade? Wie? Ich bin zum Lightzug, Fleskans Lights gefixt.
Den habe ich noch gesehen. Waren wir nicht der Meinung, dass Knechti der Warlock war mit der Szene rund um Vlesk? Und wenn Vivi jetzt sagt, es hat jemand auf Vivi geschossen, dann ist das definitiv gelogen und dann können wir hier Vivi voten. Ah, wir haben ja auch keinen Sheriff, Thief oder sonstige Rollen, die auf irgendwas schießen können, ne, Shoshi? Entschuldigung, dass ich wieder vergessen habe, dass Knechti Warlock ist. Ich nein, darum geht's mir nicht. Mein Gehirn hat nicht so viel Info. Nein, 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 darum geht's mir nicht. Alles gut. Faru, wo warst du vor... Wo warst du vor 5 Sekunden? Ja, jetzt bringt's ja nichts mehr. Lifeline atmen. Ja, stark. Stark. Das ist falsch. Ich hab noch geskippt, weil ich zumindest... Ja, ich hab halt... Ich hätte halt richtig gute Hacker-Admin-Infos gehabt, aber... Und ich war Sheriff und wusste, es passt nicht. Gott, war das eine lustige Runde. Ja, warum? Vlesk war ja wirklich Hacker. Detonation da. Vlesk war ja wirklich Hacker. Ja. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe auch gesehen, dass Faro Office war und Shoshi Weapons und dass das Bibi gewesen sein muss.